Den brauchen wir. So. Falls es nicht schon wieder dunkel wird. Hallöchen. Doch, wird es. Aber dann können wir uns mal kurz hier eine Stelle suchen, wo wir... Ja, ich würde sagen, hier. Ne? Das können wir ja schon mal entgrasen. Dann legen wir uns gleich schlafen. Und dann geht es gleich weiter hier mit dem... Bauen wir hier unseren Garten. Dann... Oh, Wasser haben wir auch. Dann haben wir auch gleich noch genug Eisen, um uns einen Eimer zu machen. Es ist also alles gut, es läuft. Wir kommen voran. Das ist wunderbar. Und so, ich würde sagen, ich glaube, so ein paar Türen müssten wir hier und da noch reinmachen. Wobei, hier haben wir genug ausgeleuchtet. Hier auch. Brauchen wir eigentlich keine Angst haben. Okay, können wir schon schlafen? Yes, sehr gut. Das läuft, das läuft. Wunderbar. So, und weiter geht's. Wir können zwischendurch noch ein bisschen was essen. So. Da haben wir die Kartoffelchen. Jawohl, da sind die. Das ist das Eisen. Wunderbar. Machen wir uns gleich mal mindestens einen, wenn nicht sogar drei Eimer. Blöp, blöp. So, liebe Freunde. Dann würde ich sagen, machen wir uns hier ein schön großes Weizenfeld hin. Und die Reihe stopfen wir noch voll. Und dann können wir hier ein richtig schönes, großes Weizenfeld hinten packen. Das wir natürlich vor allerlei Tier schützen müssen, ist klar. So, wunderbar. Damit die uns das nicht kaputt trampeln. So. Yes. Okay, dann machen wir mal kurz. Was machen wir zuerst? Wir stellen zuerst mal so viele Möglichkeiten. Ich muss auch langsam wieder so eine gewisse Ruhe reinbringen. Nicht, dass wir hier so in Hektik verfallen, weil eigentlich gibt es absolut keinen Grund, in Hektik zu verfallen. Wir sind ja hier komplett alleine. Aber ich glaube, sobald wir so ein bisschen Weizen am Start haben, werde ich auch automatisch ein bisschen ruhiger. Gerade ist so ein bisschen... Fühle ich mich nicht ganz so wohl hier so im fremden Land und wir brauchen noch mehr hiervon, das war natürlich klar. Haben wir da noch Holz? Jo, ein bisschen. Aber nur noch ein bisschen. Haben wir denn Zepplinge? Zepplinge, wo seid ihr? 5 Stück haben wir, ist okay. Wir brauchen auf jeden Fall wesentlich mehr Holz. Waren wir schon zu lang weg oder sind hier keine Zepplinge mehr? Keine Zepplinge mehr. Dann werden wir jetzt noch diesen Birkenbaum abholzen. Es wird uns jetzt erst noch so ein bisschen egal sein, welche Farbe das Holz hat. Gegen später machen wir dann, kümmern uns da ordentlich drum. Also wenn wir was bauen, damit es auch schön schick ist alles. Im Moment geht es mir gerade echt darum, dass wir einfach nur so schnell wie möglich... eine gute Basis haben, dass wir nicht mehr ans Essen denken müssen, einigermaßen safe sind und dann können wir uns schön langsam Stück für Stück voranarbeiten und unseren, ja, und uns wieder was aufbauen. So, das werden wir mal alles verbrauchen. Wir brauchen ein paar Sticks. Die packen wir mal dahin. Dann so und so. Genau. Okay, das dürfte auf jeden Fall reichen. Dann machen wir uns auch gleich noch ein Tor. Das war, glaube ich... So, genau. Ist jetzt zwar ein Birkenholztor. Das ist aber egal. So, hier blinkt es gerade wieder so. Ich hoffe, das geht wieder weg. Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass wir das jetzt gerade eine lange Zeit nicht mehr hatten. Wäre jetzt schade, wenn das wieder kommen würde, weil ich würde gerne eigentlich alles so behalten, wie es ist. So, wunderbar. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Das Schwein weiß schon, wo es lang geht. Gut, wir haben es jetzt, wir können es immer noch verbreitern. Ich würde sagen, wir machen uns hier einfach jetzt mal einen Wassergraben rein. In die Mitte, dann bleibt es auf jeden Fall für alle beide Seiten schön feucht. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und Schaufel hält noch. Jawohl, gut. Und Wasser haben wir ja auch. Hier bleibst du draußen. Du, ich werde dich zu Fleisch verarbeiten, mein Freund. So, da haben wir Wasser. Na, willst du wieder raus? Gut. So. Und weiter geht's. Reicht das schon? Ja, wir brauchen nochmal. Ich denke noch mindestens 3, wenn nicht sogar 5 oder so. Schauen wir mal. Dann machen wir da gleich auch noch ein Slab drauf, dass wir da nicht ständig ins Wasser treten. Fallen sozusagen. Das wäre sehr unangenehm. So, dann gucken wir mal, ob man das maximal. Können wir natürlich nicht. Wenn man versucht zu tricksen, dann funktioniert es meistens nicht. Okay, wir holen einfach nochmal 3 Stück, dann haben wir es. Wir haben ja auch Zeit, ein bisschen. So. No! Okay. Och, ein Eimer hätte schon gereicht. Wunderbar, das ist alles gut. So, dann wird es jetzt Zeit, hier schön unsere Plantage anzulegen. Und ich würde sagen, dann ist auch schon wieder fast so weit, dass wir... Ja, da müssen wir gleich gucken, dass die Bäume da ordentlich wachsen. Hoffentlich hat der Birkenbaum schön ein paar Säpplinge fallen lassen. Mit den Säpplingen können wir dann wieder neue Birkenbäume pflanzen und so weiter und so fort. Der ewige Kreislauf des Lebens, ihr kennt es. So. Jawohl, jawohl, so, so, so. Träumchen. Dann packen wir hier gleich mal die Samen hin. So. Wunderbar. Ja, auf jeden Fall, das Let's Play vom Gronkh war sehr einfühlsam gelet's Play, muss man sagen. Hat einfach ab und zu einfach mal nichts gesagt und einfach die Stimmung einfach gelassen, so wie sie ist. Manchmal waren wir ein bisschen zu viele dabei. Das war aber irgendwie lustig, das war schon okay. Es war einfach teilweise sehr, sehr emotional und ja, da kann man schon mal solche Geräusche machen. So, ja, und das Schöne ist, das Spiel ist gar nicht so neu. Das heißt, ich glaube, es kam irgendwie letztes Jahr, Mitte letztes Jahr oder so raus. Und die haben dann in der Zwischenzeit sogar, die Entwickler, in der Zwischenzeit sogar schon ein neues Spiel angefangen zu programmieren, das 2016 rauskommen soll. Und da habe ich mich natürlich gleich mal in den Newsletter eingetragen. Und das Ganze soll, war das ein einziger Sapling? Wollt ihr mich verarschen oder was? Ein einziger Sapling. Dann stellen wir den jetzt mal hier so in die Mitte und hoffen, dass der so groß wächst, dass er mindestens 3 Saplinge hat. So. Okay, da hinten haben wir ja eigentlich auch noch Knochen haben wir auch, das heißt wir haben Knochenmehl. Mit denen könnten wir natürlich auch noch ein paar Bäume zum Wachsen veranlassen. So, aber da sind auch Bäume, ja die holzen wir einfach mal kurz ab. Ich kenne mich hier noch gar nicht aus, das heißt jeder Schritt ist hier noch so ein bisschen ein neuer Schritt und man weiß nicht, was einen erwartet, wenn man um den nächsten kleinen Hügel rumgeht, was super spannend ist. Wir müssen unbedingt dann auch eine Erforschungstour machen, weil hier gibt es einen wirklich einfach wieder neue Sachen zu entdecken. Und ja, das ist auf jeden Fall mal sehr cool. In der alten Welt kannten wir uns ja wirklich super aus. Also da konnte ich ja blind einfach rumlaufen. Hier noch gar nicht. Wir wissen jetzt, wo eine Wüste ist und wo die andere Wüste ist. Wir sind so dazwischen. Wo der Berg ist, wissen wir. Und mehr aber auch nicht. Das ist hier auch ganz schön, oder? So eine kleine Baumoase. Dann geht's hier rüber zur Wüste. Also da hätte ich auch Bock, die ein oder andere Brücke rüber zu bauen. Ach ja, wir werden ein paar schöne Wege hier bauen.
So, die Sonne geht gleich wieder unter. Da ist unser Dorf, ne? Das ist unser Dorf, von dem wir gekommen sind. Das ist ja eigentlich auch gar nicht so weit weg. Da haben wir sogar Häuser und alles. Ja, Säpplinge, sehr gut. Her damit. Noch mehr bitte. Da ist noch einer. Oh, Schiri. Hallo? Hä, wieso kommen wir da nicht drauf? Hallo? Genau, und jetzt Monster, oder was? Alter, auf nach Hause. Mann. Panik! Da sind Gott sei Dank unsere Fackeln. So, wunderbar. Vorsicht, Kuh. Dankeschön. Da hinten ist das Dorf. Das heißt, ja, da können wir uns überlegen, was wir damit machen. Ob wir das nutzen oder nicht. Oder was wir überhaupt damit machen. Ist fast ein bisschen zu nah, würde ich sagen. Vielleicht behandeln wir die so ein bisschen. Vielleicht sind wir der Außenseiter und die sind so ein bisschen das. Naja, das Wüstenvolk. Das sind sie ja auch so ein bisschen. So, dann würde ich sagen, vor dem Schlafengehen noch mal ein Äpfelchen zwitschern. Wunderbar. Und ab in die Kiste. Dass wir gleich wieder raus aufs Feld können. Wir müssen nämlich noch ein paar Tiere zusammentreiben, würde ich mal sagen. Und wir haben vier neue. Jawohl, die Bäume wachsen. Sehr gut. Wir haben vier neue Säpplinge. Die pflanzen wir natürlich. So, hier haben wir unser Feld. Hier könnten wir eigentlich gleich ein paar Tiere zusammentreiben. Das heißt, hier machen wir ein paar. Was ist da los so? Können wir ein paar Bäume hinflacken. So, das wächst, das ist gut. Wie viel Holz haben wir dabei? Wir haben 21. Jetzt würde ich sagen, machen wir uns da unten auf jeden Fall nochmal ein. Ja, einen Kuhstall brauchen wir. Unbedingt ein Kuhgehege. Und ich würde sagen, auch wieder Schweine rein. Für Schweine brauchen wir allerdings Möhren, haben wir, aber bisher noch kein Feld. Dafür haben wir aber natürlich alles noch Zeit. Von dem her würde ich jetzt sagen, machen wir jetzt gerade mal hier mal den Ton aus, so. Genau. Nochmal einen. Zaun. So. 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 So, das müsste eigentlich reichen. Und. Ach so, unterschiedliche Farbe. Ich habe es befürchtet. So, dann machen wir hier nochmal ein Tor, weil wir müssen ja rein. Und dann können wir vielleicht nochmal eins machen, weil wir werden mit Sicherheit auch nochmal ein weiteres Gehege machen. Dann würde ich sagen, konzentrieren wir uns jetzt erstmal kurz auf Kühe, damit wir die safe haben. Wir haben ein Feld dazu, dann haben wir ein Gehege, einen Kuhstall für die. Jetzt haben wir natürlich keine Axt mehr. Müssen wir gleich mal eine machen. Unser Eisen müsste mittlerweile auch durch sein. Nö. So, ich bin auch mittlerweile durch. So, am Anfang ist noch ein bisschen stressig hier zu spielen, weil man ist noch total aufgekratzt und ja, da geht natürlich auch schneller die Energie flöten. So, hier haben wir das Tor, wunderbar. Dann holen wir uns gleich mal ein bisschen Weizen. Haben wir ja auch genug, wunderbar. Und sammeln ein paar Kühe ein, würde ich sagen. Liebe Kühe, wo seid ihr? Da hinten ist eine Kuh. Ja, da sind ganz viele Kühe. Die schnappen wir uns jetzt. Hallöchen, Popöchen, komm mal bitte mit. Ihr drei bitte auch, ihr zwei. Ja.
Gefällt mir ganz gut beim Texture Pack, wie die Kühe hier aussehen. Ja. Sehen nicht aus wie Biber oder so, sondern einfach die ganz normale. Hallo. Kommen Sie bitte mit. Sie dürfen auch mitkommen. Wobei, ich finde, die spacken so ein bisschen rum, die Kühe. Jetzt nehmen wir halt erstmal die zwei hier mit. Also, dass die einem hinterherlaufen, das ist gar nicht so easy. Ich habe so das Gefühl, die sind so ein bisschen, seit der Version 1.8 laufen die einem nicht mehr so schnell hinterher, sondern sind so ein bisschen, naja, wollen so ein bisschen gebeten werden, ne? So, kommen Sie mal rein, bitte. Jetzt auch hier mit dem Gatter, ne? So, was soll das? So, da rein, komm. Ja. Jetzt komm. Ja, eine haben wir. So. Seht ihr, ist gar nicht so einfach. Irgendwie. Komm doch bitte rein. Ja, noch eine Kuh, noch eine Kuh. Ein Traum. Puh. Das war aber anstrengend hier. So, dich nehmen wir noch. Komm schon. Obwohl, ich kann mal da reinschubsen. Ja, sehr gut. So. Dann seid ihr zu viert, dann würde ich sagen, fangen wir mit euch einfach mal an. So. Legt mal los, ich will jetzt was sehen. Sehr schön. Und da waren sie zu sechs. Sehr gut, so. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal kurz rein, gucken nach unserem Eisen, machen dann auch unsere... Okay, die können wir auch mal auspacken. Wunderbar. Was haben wir hier? Jawohl, Eisen ist durch. Dann machen wir unsere erste Eisenaxt. Ich höre Monster. Hoffentlich kommen die nicht. Wo sind die? Habe ich ein bisschen Angst. Okay, was brauchen wir noch? Eisenschaufel wäre mal nicht schlecht. Und eine Eisenrüstung. Das sollten wir unbedingt machen. Und, wir bekommen Besuch. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir auch schon durch. Lass mal kurz ein paar Sachen in die Kiste packen. Das da zum Beispiel. Das da, das da. Die Eimer brauchen wir nicht mehr. Das können wir reinpacken. Das da. Das auch. So, da ist die auch schon voll. Machen wir gleich nochmal eine neue Kiste. Ja, das geht jetzt am Anfang noch so ein bisschen drunter und drüber. Das müsst ihr entschuldigen. Aber das ist halt so, man hatte eben noch nichts irgendwie parat. Man muss alles noch irgendwie an alles denken. Wir sind jetzt ganz gut aufgestellt. Und ich habe gar keine Befürchtung, dass wir das hinkriegen. So, jetzt sieht das doch schon ein bisschen besser aus. Dann brauchen wir eine Hose. Was brauchen wir noch? Einen Kessel brauchen wir nicht. Hut haben wir schon. Wie geht denn eine Rüstung? War das nicht so? Hä? Okay. Manchmal denke ich mir so, ich habe das noch nie gemacht in meinem Leben. Was brauchen wir nur noch? Ein Brustpanzer. So, alles klar. Und Schuhe. Ja, so, alles gut. Okay, nur noch zwei Eisen übrig. Tja, so ist das. Das macht uns aber gar nichts, weil dann sind wir nämlich einfach sicher, wenn uns was passieren sollte. Okay, Eisenhut hatten wir schon. Verdammt, hätten wir uns sparen können.
So, hinein damit. Aber wir brauchen natürlich immer nochmal einen Ersatzhelm. Dann würde ich sagen, tja, das war's. Das war die erste Folge in der neuen Staffel. Folge 16 insgesamt. Und ich würde sagen, wir machen das nächste Mal richtig schön weiter, da wo wir jetzt aufgehört haben. Wir haben richtig viel zu erforschen. Wir haben da hinten einen tollen Tempel. Wir haben einen großartigen Berg in der Mitte von zwei Wüsten. Wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt. Unser Zeug muss wachsen. Unsere Kühe müssen wachsen. Wir haben ein bisschen Eisen gefunden. Also ich würde sagen, wir haben hier einen ganz guten Standpunkt eingerichtet, um so ein bisschen loszulegen, um diese neue Welt zu entdecken und um vielleicht eines Tages wieder nach Hause in unser kleines Fischerdorf zu finden. Wer weiß, ob wir jemals dorthin finden werden. Jetzt haben wir auf jeden Fall die richtige Basis dafür geschaffen und wir können da heilfroh sein, dass wir es mit dem Leben davon geschafft haben. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ja, bis dann würde ich sagen. Und damit herzlich willkommen im Endscreen. Ja, das war die erste Staffel. Die zweite Staffel, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben. Ansonsten gerne auch abonnieren, wenn ihr am Ball bleiben wollt bei diesem Let's Play. Ja, wir haben uns ganz gut ausgestattet. Wir haben ein Feld gebaut, haben ein paar Kühe eingefangen. Wir haben noch einen Tempel am Start und ich würde sagen, schaut das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt Show and Play Minecraft mit Droidboy. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.